eine interdisziplinäre Kooperation. Das Ganze ist auch gefördert durch Zukunft findet statt. Einmal kurz zu uns. Mein Name ist Nele Leuke. Ich bin Studentin der BHT im vierten Semester der digitalen Wirtschaft und auch studentische Mitarbeiterin in diesem Pilotmodul, das gerade bei uns stattfindet, zusammen mit meinen beiden Dozierenden, Jasmin Olteanu und Steffen Probe, die sich auch im Laufe der Veranstaltung selber vorstellen. Ja, genau. Herzlichen Dank, Nele. An der Stelle ist jetzt meine Aufgabe, kurz durch die Agenda zu gehen. Wie man hier sieht, wir sind gerade mit den Studierenden in der Glassbox, das ist so ein Makerspace bei uns an der Hochschule, wo Studierende die Möglichkeit haben, selber Dinge zu entwickeln und zu basteln. Und unsere Agenda, die wir heute vorstellen, ist, dass wir einerseits das Projekt kurz einleiten. Wir werden Details zur Umsetzung geben, warum und wie wir das gemacht haben. Das Publikum wird vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, was für Beispiele, Projekte, Beispiele, Ideen von den Studierenden bereits entwickelt wurden. Und ein wichtiger Teil wird sein, dass Nele uns aus den Erfahrungen und dem Feedback der Studierenden berichten wird und wir auch erste Schlussfolgerungen gezogen haben. Ja, und am Ende, wie schon angekündigt, würden wir gerne die Crowdwisdom anzapfen und Ihre Erfahrungen, Anregungen, Ideen zum Thema interdisziplinäre Lehrveranstaltung einsammeln. Und dazu auch gerne Diskussionen treten. Ja, jetzt übergebe ich gerne an Jasmin. Ja, danke schön, Steffen. Ich habe die schöne Aufgabe, einmal ja, Sie mitzunehmen und mal zu erklären, wie es überhaupt zu diesem Modul Green Biotech Ventures gekommen ist. Es ist so, wir haben an der Hochschule recht wenige Überschneidungen zwischen den Fachbereichen. Steffen und ich unterrichten oder lehren in zwei unterschiedlichen Studiengängen. Ich lehre in der digitalen Wirtschaft, unter anderem die Lehrveranstaltung Entrepreneurship und Businessplan. Und Steffen lehrt bei den Biotechnologie-Studierenden unter anderem die Lehrveranstaltung Rechtskunde und Biobusiness. Und wir haben beide unabhängig voneinander und ohne bisherige Touchpoints zu haben, die Nachhaltigkeit quasi ganz oben auf die Agenda geschrieben in diesen Lehrveranstaltungen. Das heißt, die Studierenden haben immer Ideen entwickelt, die neben eben der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, ja, den wirtschaftlichen Unternehmenszielen auch soziale, gesellschaftliche und oder ökologische Unternehmensziele verfolgt haben. Das heißt also wirklich wirkungsorientierte Geschäftsideen entwickelt. Und als wir das festgestellt haben, haben wir gedacht, wieso machen wir das eigentlich nicht gemeinsam? Es wäre doch wahnsinnig spannend, die Studierenden zusammenzubringen und zusammen an wirkungsorientierten Geschäftsideen arbeiten zu lassen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass hier viele grüne Startup-Ideen entstehen könnten. Und mit grünen Startups beschäftige ich mich in der Forschung viel. Und was wir da regelmäßig rausfinden, ist, dass eben ein sehr hoher Anteil, im Moment ein Drittel der grünen Startups, sich mit Technologieentwicklung und Produktion beschäftigen und damit eben so hybride Geschäftsmodelle verfolgen. Das heißt, es gibt einen physischen Anteil, was ja eben der Anteil sehr der Biotechnologie entsprechen würde. Es gibt aber immer auch oder sehr häufig auch digitale Anteile am Geschäftsmodell. Das heißt, diese Studiengänge zusammenzubringen, entspricht einfach auch der Natur der grünen Startups, die wir hier in Deutschland haben und die Nachhaltigkeitstransformation voranbringen. Daneben bringt das Zusammenbringen der Studiengänge auch die wunderbare Chance, dass wir das Entrepreneurial Mindset, das wir ja sowieso ausbilden wollen, noch in der Hinsicht unterstützen können, dass wir echte Gründungsteams nachbilden, die ja oft interdisziplinär aufgebaut sind und in denen es entsprechend eben besondere Herausforderungen gibt, besondere Reibungen auch, aber aus diesen Reibungen auch was besonders Gutes entstehen kann. Also das heißt, und unter den anderen Maßnahmen in den Lehrveranstaltungen, in denen wir versuchen, diese Kompetenz eines Entrepreneurial Mindsets auszubilden, haben wir gedacht, in dieser Zusammenführung der Studiengänge schaffen wir es eben auch, diese interdisziplinären Kompetenzen eines Entrepreneurial Mindsets auszubilden.
Und diese Idee entstand und dann hatten wir das Glück, dass Zukunft findet statt gestartet ist. Also ein großes Projekt, an dem unsere Hochschule zusammen mit vier anderen HABs in Berlin beteiligt ist. Und wir darüber eine Förderung für diesen Piloten einwerben konnten, sage ich mal. Und über diese Förderung haben wir zum einen Nele als studentische Mitarbeiterin gewinnen können, die Lehrveranstaltung begleitet aus studentischer Sicht und eben diese Brücke immer herstellt zwischen uns als Lehrenden und den Studierenden und ihren Erfahrungen und ihren Emotionen, ne, im Zuge dieses wirklich neuen Projekts. Und zum anderen haben wir dadurch den Fokus gelegt auf zwei Kernthemen, zum einen Klima und zum anderen Gesundheit. So, Steffen, du kannst bestimmt noch wertvoll ergänzen. Genau, ich kann noch ergänzen in der Hinsicht, dass wir tatsächlich unsere eigene Lehrveranstaltung dadurch einfach ein bisschen interaktiv anreichern konnten und dadurch einfach auch das Mindset verändert haben. Ich habe zum Beispiel einiges aus dem Bereich Business gelernt, wie ich bisher immer sehr hands-on rangegangen bin, die Studierenden eigene Projekte habe entwickeln lassen. Die haben das auch wirklich mit Motivation getan. Aber jetzt haben wir neben zwei Lehrbeauftragten, die ich bisher hatte, auch wirklich mal richtige Touchpoints. Und das können wir gleich anhand des Umsetzungsplans auch nochmal ein bisschen im Detail erläutern. Ich würde das jetzt auf der nächsten Folie darstellen. Wir haben die Schwierigkeit immer gehabt, dass unsere Fachbereiche, das hat Jasmin auch schon erwähnt, und die ganzen Studiengangsplanung einfach komplett voneinander losgelöst sind. Eine gemeinsame Lehrveranstaltung zu etablieren, ist echt schwierig. Vor allem, weil wir in der Biotechnologie immer als Block unterwegs sind. Das ist ein Wahlpflichtfach, was geblockt ist, wo wir uns über Biostoffverordnung, Infektionsschutzgesetz, das kennt, glaube ich, jeder und jede, unterhalten haben. Und auf der anderen Seite auch geguckt haben, wie können wir tatsächlich Businessmodelle daraus machen, die im Bereich der Nachhaltigkeit sind. Bei Jasmin ist es so, dass diese Lehrveranstaltung für die Studierenden mit Nele dann eben wöchentlich stattfindet. Und jetzt haben wir das so geregelt, dass wir am Anfang des Semesters, Anfang April, eine Einführungsveranstaltung gemeinsam durchgeführt haben, um das erste Kontakt finden untereinander mit den Studierenden zu ermöglichen. Danach sind wir in zwei weitere Blöcke gegangen, wo wir an einem längeren Donnerstag auch mit einer ausreichenden Mittagspause die Ideation und die Elevator Pitch und Validation Themen durchgegangen sind. Das darf Jasmin gleich nochmal erläutern, was das genau ist. Und wir freuen uns schon ganz auf den finalen Pitch, der Ende Juni stattfinden wird. Der wird auch in unserer Glassbox stattfinden, die wir am Anfang bei der Agenda gezeigt haben. In so einem Makerspace, damit eigentlich eine schöne Atmosphäre haben. Und die studentischen Teams sind auch gerade unterwegs. Entschuldigung. Und auch schon ein bisschen aufgeregt, was sie dort alles präsentieren werden. Jetzt kann uns Jasmin aber vielleicht nochmal genau erzählen, was ist denn Ideation Elevator Pitch? Genau, also wir haben sehr problemfokussiert gearbeitet und lean. Also das heißt, wir haben wirklich Probleme in der Zielgruppe, der ausgewählten Zielgruppe und im ausgewählten Themenbereich ins Zentrum der Geschäftsmodellentwicklung gestellt. Und dafür waren eben diese ausgewählten Touchpoints sehr wichtig. Wie Steffen gerade gesagt hat, es war aufgrund der unterschiedlichen Semesterstrukturen gar nicht möglich, mehr Touchpoints zu haben. Dazu sagt aber Nele gleich nochmal was, das ist auch im Feedback nochmal auf uns zurückgekommen, dass es schön wäre, an der einen oder anderen Stelle den ein oder anderen Touchpoint mehr zu haben. Aber diese drei waren sehr wichtig. Wir haben in der Einführung quasi diesen Fokus gelegt, das heißt, wir legen den Fokus auf ein Problem. Wir haben einen Themenbereich, der uns besonders interessiert, und nach der Einführung haben alle Studierenden ein problemfokussiertes Interview mit der Zielgruppe geführt, sodass wir bei der Ideation Session also lauter ExpertInnen für bestimmte Probleme der Zielgruppe im Raum sitzen hatten. Und nachdem wir diese Probleme nochmal wirklich herausgeschnitzt hatten und nochmal einen Einsatz gegossen hatten für jedes Team, haben wir darauf eine Ideation-Session gesetzt, also unterschiedliche Ideation-Tools genutzt, um auf möglichst ausgefallene Ideen zu kommen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Und auf Grundlage dieser Ideen, die entstanden sind, haben die Studierenden ein Geschäftsmodell entwickelt anhand des Sustainable Business Canvases. Und in so einem Geschäftsmodell stecken dann tausende Annahmen drin. Da stehen da, ne, also man geht davon aus, dass das Problem wirklich das Problem ist. Man geht davon aus, dass die Lösung, die das Team entwickelt hat, wirklich als von der Zielgruppe als Lösung wahrgenommen wird. Man geht davon aus, dass dafür bezahlt wird. Also da sind unendlich viele Annahmen in so einem entwickelten Geschäftsmodell. Und dafür ist eben diese Validation sehr wichtig. Die Studierenden sind jetzt aktuell seit der Session wieder im Kontakt mit ihrer Zielgruppe, sodass sie nochmal überprüfen können, haben wir das Problem richtig verstanden? Ist unser Ansatz eine Lösung für das Problem? Und wie können wir es besser machen, sodass sie willens wären, ihren Geldbeutel zu öffnen und dafür Geld zu bezahlen und uns das abzukaufen, unser Produkt oder unsere Dienstleistung? Genau, also so viel zu diesen Touchpoints, die wir dieses Semester miteinander hatten und ja, ich glaube, sehr, sehr fruchtbar genutzt haben. Wir haben ein paar Eindrücke mitgebracht, also von der Einführungsveranstaltung. Wir hatten einen Gastvortrag von einem ehemaligen BHT-Absolventen, der ein Green Startup gegründet hat und auch jetzt im Januar eine erfolgreiche Seed-Funding-Runde hinter sich hatte, also ein ganz inspirierender Vortrag. Hier sehen wir die Studierenden, wie sie den Sustainable Business Canvas ausfüllen. Da hatten wir Glück und gutes Wetter, da konnten wir alle rausgehen und die Teams konnten draußen arbeiten. Und jetzt übergebe ich an dich, Nele, um vielleicht so einen kleinen Einblick in die entwickelten Ideen uns zu geben. Genau, dann sehen wir hier auch schon ein paar. Wirklich auch nur die Namen nennen, da wir ja selber noch ein bisschen dabei sind, sie zu verfeinern, zu vervollständigen. Und manche sind auch tatsächlich in der Planung zu gründen. Wir haben hier einmal Ocean Mesh, Where the Change. Da geht es darum, dass Trikots hauptsächlich aus Seegras und Algen hergestellt werden. Einmal Algon, Tampons aus Algen. Und eine weitere Idee wäre Birkmilch. Dabei geht es um die Milch aus der Birke. Und genau, einfach nur kurz angeschnitten. Und dann würden wir auch schon reinstarten ins Feedback. Das Ganze habe ich anonym gesammelt, da ich ja auch selber in dem Kurs bin und auch sowohl von der Biotechnologie als auch von der digitalen Wirtschaft zusammengefasst. Und dann starten wir einmal zum Feedback zur Struktur und Organisation. Positiv genannt von den Studierenden war, dass es sehr interessante Themen sind und man auch einen guten Einblick bekommt. Vor allen Dingen das Ganze eben fachübergreifend, auch von der Biotechnologie, sehr positiv angemerkt, dass sie sonst ihre Labore sehen, Protokolle schreiben und eine Klausur am Ende. Und hier war es einfach was komplett anderes. Und wir haben auch eine gute Hilfestellung durch unsere Dozierenden bekommen und auch konstruktive Kritik. So konnten wir immer an unseren Schwachstellen arbeiten und sind vor allen Dingen in diesen drei Touchpoints, die wir hatten, sehr gut vorangekommen. Negativ angemerkt wurde, dass es sehr chaotisch war und vor allen Dingen diese Einführungsveranstaltung, die wir hatten, war sehr verwirrend, weil da einfach sehr viel aufeinander getroffen ist und es einfach zu viel an Informationen waren und alle auch sehr stark überfordert waren. Und es gab so ein bisschen verschiedene Erwartungen, sowohl von den beiden Kursen an sich als auch von Jasmin und Steffen und dadurch Chaos beschreibt das Ganze eigentlich ziemlich gut. Es ist einfach manchmal ein bisschen, wussten wir nicht, was wir so richtig machen sollen. Und dafür haben wir uns aber Optimierungen überlegt. Zum einen einfach mehr Klarheit und Struktur reinbringen und auch Absprachen untereinander. Manche haben sich auch einen tieferen Einblick in manche Themen gewünscht. Und was man jetzt ja sehr gut machen kann, ist Rückblicke aus diesem Semester zu zeigen. Wie jetzt auch mit den Beispielen, die wir gerade hatten, damit man weiß, was gefordert ist. Dann ein großer Wunsch wäre einen geblockten Block zusammen, dass man mehr Pflichtveranstaltungen hat und man vielleicht innerhalb von 1 bis 2 Wochen gemeinsam dran arbeitet. Und man könnte auch eine getrennte Infoveranstaltung vorab, bevor sich alle zusammentreffen, eben diese getrennte Infoveranstaltung stattfinden lassen. Dann haben wir einmal Feedback zur Zusammenarbeit. Dort wurde durchweg positiv genannt, dass die Kooperation und die neuen Eindrücke sehr positiv waren für uns und dass wir uns auch austauschen konnten, dass wir mit anderen Menschen und anderen Studiengängen zusammenarbeiten konnten und wir daran auch wachsen konnten. Leider ist zum einen aufgefallen, dass wir durch die
muss aber die negativen, ja genau, perfekt, dass die Biotechnologie genannt hat, dass wir digitalen Wirtschaft manchmal ein bisschen wenig beteiligt waren, kann auch daran liegen, dass die quasi in der Unterzahl waren. Wir hatten immer pro Gruppe einen Mensch aus der Biotechnologie und dann eben 3 bis 4 aus der digitalen Wirtschaft. Und dadurch kann es dann dazu führen, dass es vielleicht ein bisschen, dass man ein bisschen in der Unterzahl liegt. Und die Gruppenaufteilung war auch am Anfang etwas unstrukturiert. Und wir hatten unterschiedliche Grundlagen innerhalb der Gruppe, was ja auch normalerweise in diesen Gründungsteams normal ist. Wir haben das noch nicht so ganz zu unserem Vorteil genutzt. Und ich glaube, da kann man in der Optimierung auf jeden Fall dran arbeiten, dass wir zum einen eine gleichmäßigere Verteilung haben der Studierenden und auch genaue Vorgaben von der Anzahl her von jedem Modul. Und Hashtag LikeMind, dass wir noch mehr organisierte Touchpoints haben, um diese Gemeinsamkeiten zu fördern. Und auch vielleicht in dieser Blog-Veranstaltung dann besser gemeinsam zusammenarbeiten können. Und als Feedback kam auch noch zur Prüfungsleistung. Wir schreiben in dem Modul keine Klausur. Das kommt immer sehr gut an bei uns. Und wir haben auch Ausgleichsveranstaltungen für die großen Blogs, die wir zusammen hatten, was wir gut finden. Und negativ war wieder diese Überforderung und auch so ein Notendruck. Wir möchten als Studierenden eigentlich immer am besten eine Checkliste von unseren Dozenten haben, wie wir diese 1.0 erreichen können, was wir abarbeiten können. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir in diesem Modul nicht bekommen und auch nicht machen sollen. Das heißt, wir haben so eine Erwartungshaltung, die wir treffen möchten, die aber gar nicht erwünscht ist, sondern da geht es auch darum, das ein bisschen deutlicher für uns zu erzählen, dass es eben darum geht, dass wir Kompetenzen erwerben und problemorientiert arbeiten und eben nicht den perfekten Pitch zur Finanzierung präsentieren und dass es eben eine Chance ist, um sich auf etwas Neues einzulassen. Genau, das zum Feedback. Ja, vielen Dank, Nele. Das war nochmal sehr schön und auch sehr ehrlich und ich fand das echt super, dass die Studierenden sich da auch so offen über dich beteiligt haben. Das hat so diese Anonymisierung geleistet und Nele hat uns auch keinen Namen verraten, das kann ich schon mal erzählen.